Ich krieg das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht raus. Ich mag das so gerne. Ein herzliches Willkommen zurück bei den Rayman-Legenden und an meiner Seite begrüße ich Ropi, grüße dich. Hi. Legenden, ja, wenn hier Orchestral Chaos schon mit orchestralem Chaos übersetzt wird, dann was hätte ich erst sagen, die Rayman-Legenden. Die Rayman-Legenden hört sich an wie irgendwie so eine schlechte Romanverfilmung. Wo hast du das jetzt her? Was denn? Die Rayman-Legenden. Achso, ja. Sorry. Rayman Legends, verstehst du? So intelligent war ich gar nicht. Ich dachte, das war wie du beschreibst. Unsere Zuschauer sind so intelligent, um es zu begreifen. Ja. Die Rayman-Legenden, genau. Ja, genau. Das klingt tatsächlich wie irgendwie so eine Geschichte oder so, finde ich, so voll so. Ja. So eine Romanverfilmung, die von einem schlechten deutsch-französischen Regisseur gedreht wird. Exakt, so halt wie bei, okay, ich will jetzt keine Beispiele nennen, sonst wird sich vielleicht jemand beleidigt. Aber Eragon zum Beispiel war der Film jetzt nicht so gut. Auch wenn es keine deutsche Verfilmung war. Ja. So. Naja, egal. Ist gut. Ja leider häufig der Fall. Genau, wir haben heute auf jeden Fall, perfekten zum Montagschaos, einen richtig schönen, wie heißen die, Rhythmus-Level heißen die, glaube ich, ne? Oder exakt. Musiklevel oder Musik-Level, wie auch immer. Quasi, genau. Also ich freue mich auch schon wie Schmitz Katze so. Also ist immer der letzte Level in so einem Kapitel und das erste Mal hat ja schon dermaßen Bock gemacht. Also diesmal scheint es wohl eher über klassische Musik zu handeln. Genau. Also ich denke mal, die Musik wird nicht ganz so geil wie bei Castle Rock. Aber ich denke mal, es wird auch geil. Ja, bin gespannt. So, rein? Wir rein? Ja, okay. Zack. Das sind anderthalb Minuten die Zuschauerlust voll gequatscht, da kann man auch mal loslegen. Genau, können wir es auch endlich mal. Okay, los geht's. Rock'n'Roll. Oder nicht? Nein. Du musst ja treffen, die Typen, ne? Das ist einfach zu geil. Ja, auf jeden Fall. Allein die Idee ist schon episch, finde ich. Epochal. Ich krieg das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht raus. Ich mag das so gerne. Ja. Nein, ich bin gestorben bei diesen Seilen, wo man runterrutscht. Das ist so peinlich. Du musst ein bisschen auch die Musik in dein Blut übergehen lassen. Nein, ich hab den kleinen Ding verpasst. Was? Den krieg ich. Wo du schon bist? Ja, ich hab ihn. Oh nein. Das ist wundervoll, das ist einfach nur schön. Auch völlig entspannt mit dieser klassischen Musik. Die Musik ist richtig schön. Nein, allein die Idee ist wirklich gut. Also, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber. Ja, man kann leider bei mir nicht die Musik nicht genießen, weil ich gerade gestorben bin und einen weiteren Kleinling verpasst habe. Sehr gut, ich habe den Kleinling bekommen und bin nicht gestorben. Guck bei mir! Also, doch, ich bin auch schon einmal gestorben, aber jetzt sind wir ungefähr auf gleicher Höhe, glaube ich. Jetzt habe ich ihn. Gut. Alter, die ganzen Stacheln sind unglaublich beängstigend. Ja, schon ein bisschen. Sitzen einen leicht unter Stress. Oh, Alter, also ich mach gerade, glaube ich, den perfekten. Nö, ich sag's noch und dann lass mich's aufhalten. Oh nein, mich hat schon wieder erwischt. Wow. Episches Ende. Episches Ende. Ich hab's leider nicht so weit. Ein Ende, das dem Spiel gerecht wird und dem Level. Ich kann leider nicht auf das Ganze pausieren jetzt oder so an der Stelle. Das ist echt cool. Ja, wirklich. Oh, wirklich cool. Yeah. Das ist ja echt cool. Ja. Yeah. Aber ich habe leider einen der Kleinlinge verpasst. Schade eigentlich. Oh nee, ich sehe jetzt schon, es reicht nicht für die Goldmedaillen. Okay, ich sag da meine Punkte gar nicht erst an. Ja, ich habe eh verloren. Also. Ja, es tut mir sehr leid. Aber es war diesmal wirklich knapp, also viel knapper als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war ich ja irgendwie weit im Voraus und du holst auf. Also man muss halt einfach mit dem Spiel ein bisschen warm werden, glaube ich. Ja, muss man sehen, dass du ein paar Jahre jünger bist als ich. Natürlich auch ganz andere Reflexe hast. Ne? Natürlich. Das darf man jetzt nicht aus. Das hast du mehr Spielerfahrung. Ja. Ich habe auch schon Verantwortung. Ich muss mich auch den ganzen Tag um sinnvolle Dinge und wichtige Dinge kümmern und kann nicht den ganzen Tag bei der Playstation oder bei der Xbox sitzen. Ja, es tut mir leid, eindeutig. Also ich arbeite auch nicht für mein Geld. Auch nicht sowas wie Studium oder so, sondern ich lebe auf Kosten meiner Eltern zu Hause bei Mami. Genau, und, so ist das. Exakt, ja, stimmt. Es tut mir sehr leid. Ne? Und hat natürlich auch jemand, der das ganze YouTube-Ding für mich macht. Ja. Verantwortung kenne ich gar nicht. Gut, schön, dass wir uns da einig sind. Ja. Es hat 5 Lose gegeben, habe ich gesehen. Was? Echt? Stimmt, das ist ja immer so bei der Musik, ich erinnere mich beim letzten Mal auch. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen mit Pauken und Trompeten. Unglaublich! Wolltest du das sagen, bitte? Unglaublich?
Ja, dieses, was da kommt als Text. Steht da was? Okay. Du bist wahrscheinlich einfach wieder weiter als ich. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast diese fünf Glückslose wirklich verdient. So, ich bin schon längst bei den Glückslosen, Entschuldigung, deswegen, das habe Alles okay. Ich ich verrate jetzt auch nicht, dass ich gerade die nächste Genialitätsstufe erreicht habe. Nee, will ich auch gar nicht wissen. Okay. Und ich werde es auch nie erfahren, weil ich deine Videos nicht gucke. Yeah, ich habe ein Back to Origins. Ja, ich habe ein Kuscheltier. Ah, cool. Und ich habe insgesamt 6 Glückslose, warum auch immer. Ja, ich auch, stimmt. Einmal, ich glaube, einmal generell für das Level, weil wir das Level geschafft haben. Und dann nochmal 5, weil wir dieses Kapitel abgeschlossen haben. Komplett. Okay. So, und es geht weiter. Sieht mir nach einem Kuscheltier aus. Yay. Ich hoffe mal ein König oder eine Königin. Ich würde die gerne mal nochmal ein paar davon sehen, so, weil die halt cooler sind als die anderen, finde ich. Ich habe tatsächlich 2 Kuscheltiere. 2 auf einmal bekommen oder jetzt das zweite? Nee, 2 hintereinander. Achso, und noch ein Kleinling. Okay, kann man mitleben. So, nächstes Glückslos. Ich kann mich kaum halten vor Spannung. Das sieht mir nach Lams aus. So, der dritte war bei mir auch ein Kleinling. 1000 Lams. So, 2 habe ich noch. Du auch? Warte mal, ich glaube, halt mal, welches ist das jetzt? Das vierte, glaube ich, habe ich jetzt gemacht. Genau, auch 1000 Lams. Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich. Ah, okay, dann haben wir dieselben. Ja, dann kriegst du jetzt wahrscheinlich nochmal 2000 Lams, ohne dich spoilern zu wollen. Nee, ich kriege ein drittes Kuscheltier. Verdammt, das ist ja voll unfair, Mann. Bin gespannt. Komm, Kuscheltier, Kuscheltier, Kuscheltier. Ja, ein Kuscheltier, ein Kuscheltier. Wuhu! Ich finde es cool, wenn du die Arme so kreuzt. Also, dann wird es extrem verwirrend, welcher Stick welcher so. Arm ist. Das ist witzig, das mache ich jetzt auch mal. Ja, das ist echt cool. Dazu fällt mir ein Spiel ein, was richtig ist total cool ist. Schräg. Ich glaube, es hieß irgendwie Brothers oder Two Brothers oder irgendwie okay. So. Ich gehe mal bei den Kuscheltieren nochmal rein. 4 Kuscheltiere. Da ist das geil. Nest voll, würde ich sagen. Ah, juhu, ich habe endlich ein Toastbrot bekommen. Oh, der sieht so cool aus. Und ein Geist. Also hübsch. Hab ich noch einen oder waren es? Das waren bloß 2, schade. Da ist es nämlich so, dass du im ganzen Spiel beide Brüder sozusagen, du hast 2 Brüder, die ganze Zeit spielst und steuerst die jeweils mit den 2 Sticks von deinem Controller. Ja. Das heißt, jeder Bruder hat einen Stick. Das ist teilweise richtig schwer. Und da hast du, glaube ich, für jeden eine Taste, um eine Aktion zu machen und zu interagieren quasi, also R und L jeweils. Ja. Aber das ist richtig schwer teilweise, weil dann da halt echt, du willst ihn einsteuern und steuerst stattdessen den anderen oder so. Das ist witzig, sehr witzig gemacht. An. Ich kann es nur empfehlen, es ist ein sehr cooles Spiel, auch mit einer interessanten Story und sehr viel Liebe zum Detail auch. Ich glaube, Tale of Brothers, glaube ich, das sagt mir was, hast du recht, ja. Kann ich nur empfehlen, sehr, 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 sehr solides Spiel. Okay, cool. So, ich habe jetzt auch mittlerweile von jedem Stofftier hier oder Kuscheltier tatsächlich zumindest einen. Genau, ich auch. Einen. Ich kann dir mal ganz kurz Toast zeigen, der ist super geil. Ich liebe diesen Toast. Die Toast sind echt die coolsten, finde ich, ne? Toast ist echt so sehr, allein die Idee so gut einfach. Ja, Toast als Kreatur. Da sind ja die Schweine regelrecht langweilig dagegen. Ne? Ja, wenn er wieder guckt, vor allem ist so gut. Es wird 3 Zähne so und 3 Augen. Sieht einfach so total bedeppert aus. Das ist so geil. Ah, zum Verlieben, ey. Ist der mit der Gabel im Rücken? Nee, ich hab leider. Du hast einen mit einer Gabel im Rücken? Wie geil ist das denn? Der eine hat eine Gabel im Rücken und der andere hat ein Messer im Rücken. Das ist ja cool. Ich hab nur einen einfach nur mit 3 Augen. Warte mal, bei Heroes nochmal reinschauen. Da haben wir vielleicht noch was Neues freigeschaltet, sehe ich gerade. Könnte sein, aber wahrscheinlich wieder du, weil du mir natürlich wieder. Ja. Du spielst wahrscheinlich im Geheimen und sammelst einfach nebenbei, wenn es gar keine Pflicht, sammelst cool. du Lams. Cool. Wie nice. Dich durchschaut. Auch schon? Wie viele Lams hast du denn? 26.332. Ah, verdammt. Das Problem ist, dadurch, dass ich nächste Generalitätsstufe habe, habe ich schon wieder ein paar tausend Punkte mehr bekommen. Soll ich trotzdem schon sagen, was das für einer ist oder lieber nicht? Der hat auf jeden Fall Rayman-Haare. Vielleicht kommst du ja drauf. Diesen verstohlenen Helden haben die Bewohner der Lichtung der Träume nur selten zu Gesicht bekommen. Er bewegt sich ausschließlich im Schatten und faselt von verrückten Verschwörungstheorien. Kleiner Hinweis. Der zweite Name ist Ray, der erste von dem zusammengesetzten Name erinnert an einen anderen Spieltitel, der so Stealth-mäßig gemacht ist. Eine ziemlich beliebte Reihe. Splinter Cell? Splinter Ray? Exakt, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist drauf, sehr gut. Nicht schlecht. Ja. Ach, da hat er wahrscheinlich eine Maske auf, die sehe ich nicht. Ja. Wollen wir nochmal ganz kurz einfach das, weil wir noch ein paar Minuten über haben, falls die Zuschauer es okay finden, könnt auch gerne jetzt ausmachen, aber vielleicht einfach nochmal das Musiklevel spielen, hast du die Chance nochmal auf Gold, ich hätte irgendwie Bock drauf. Oh, das ist eine gute Idee, ja. Ha? Okay. Ja, finde ich eine gute Idee. Cool. Orchestral Chaos, einfach nochmal, so, weil wir es können. War ja auch so, und weil unser Zuschauer auch genau die Zielgruppe für klassische Musik ist. Exakt. Eine optimale Ausnutzung der Sendezeit. Exakt. So. Bist du schon drin, oder? Ich bin gerade reingehüpft. Okay, hüpfe ich auch rein? So, dann geht's direkt nochmal los. Und dann streng dich an, ne? Ich streng mich an.
kleines bisschen müssen wir leider drüber labern, auf jeden Fall, dass die Musik rechtlich ja, irgendwie, YouTube irgendwie rechtlich ist. Genau. Ansonsten würde ich euch auch gerne einfach nur die Musik hören lassen. Ich wette, es gibt irgendwo auch zu lesen, woher diese Musik stammt. Das ist jetzt auch von den, man hört ja doch immer mit seinem Leben auch so einiges an klassischer Musik, aber das ja. ist jetzt irgendwie was, was mir jetzt nicht so... Tito, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es ja speziell jetzt für Raymond komponiert, das weiß man ja auch nicht. Also falls einer von euch weiß, ob das ein bestimmter Titel ist, also irgendwie einen, den man kennen sollte, ich kenne ihn nicht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde uns interessieren, möchten wir uns nämlich gerne das passende Album dazu kaufen. Mist, mich hat's erwischt. Ich bin so unaufmerksam. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich abhängig von dem ist, wie wir laufen, oder ob das zufällig aufeinander trifft. Du meinst die Geräusche? Ja. Ich habe manchmal doch das Gefühl, wenn ich zum Beispiel einen von diesen komischen Fröschen eben nicht erwische, dass dann auch kein Sound kam. Oh, fuck. Okay, ja, okay. Und ich habe teilweise auch das Gefühl, dass der Ton einen Hauch zu spät oder zu früh kommt. Achso. Weil ich kann nämlich auch manchmal, wenn ich, wenn du früher von der Kette springst zum Beispiel, dann hört die Musik zum Beispiel auch auf. Okay. Oder fängt vielleicht beim nächsten Satz an. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr gut abgestimmt. Du kannst du einfach mal stehen bleiben und es ausprobieren. Da sind aber die Ranken direkt hinter einem, ne? Das ist ja nein, nur, dass ich keine Punkte kriege und so. Das ist voll gemein. Oh nein, ich bin schon wieder abgestimmt. Also ich bin schlechter als in der ersten Runde. Kein so gutes Timing hier gerade so irgendwie. Ich bin, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich warte mal, bis ich am Ende die Punkte sehe, dann sage ich es dir. Schwer zu sagen. Ich bin auch schlechter. Was habe ich denn verpasst? Ah, ich glaube, bei diesem Absturz kriegst du einen Haufen Punkte. Das ist es für. Bist du schon am Ende? Ja, tut mir leid. Bist du überhaupt nicht gestorben? Kein einziges Mal, oder? Ich bin einmal gestorben. Es gibt diese eine Stelle, wo du diesen krassen Sprung nach unten machst, weißt du? Ja. Und da musst du halt wirklich so perfekt langkommen, weil da kriegst du so arsch viele Punkte, weil da hast du ja irgendwie diesen Regen von Punkten, der halt irgendwie ja jedes Mal doppelt zählt, wenn du die richtig in der richtigen Reihenfolge auch alle erwischt. Das habe ich gleich diesmal ein bisschen verkackt. Weil ich erwischte auch immer nur die linken. Also die rechts sind, die erwische ich dann irgendwann gar nicht mehr. Also du musst halt wirklich so perfekt kommen, so richtig den richtigen Winkel treffen. Oder muss man da gleiten vielleicht? Oh, ich habe Nachrichten in meinem Koffer. Aber man kriegt die Lamps trotzdem zu gut geschrieben, das finde ich cool. Ja, echt schlechter. Ich hatte 546 jetzt. Ah, ich habe doch auch ein neues Gemälde, Back to Origins. Ich finde es so cool, dass sie die Gemälde, also im Deutschen zurück zu den Ursprüngen ist halt nicht so cool, aber im Englischen heißt es ja Back to Origins Gemälde. Genau. So, und der erste Teil hieß ja Raymond Origins, so weißt du, und das ist halt von der Idee auch super gut einfach. Ah, so generell, das dass Wahnsinn, sie den halt Raymond Origins nennen, so nach dem Motto so, ja, so originales Raymond so halt so als erster Konsolentitel, dass es halt nochmal so klassisch Raymond ist so. Und es gab ja so ein paar Ableger, die nicht ganz so gut ankamen für den PC damals. Und das finde ich echt cool. Und jetzt halt auch dann eben, ja, sehr gut gemacht. Ja. Finde ich auch. Und es hat sich auch, die Wiederholung hat sich gelohnt, weil ich habe zumindest den dritten kleinen Ding jetzt erwischt, den ich vorher nicht hatte. Hast du auch mehr, hast du 600 Punkte geschafft, oder? Nee, waren sogar schlechter. 546 hatte ich jetzt. Hast du nicht letztes Mal 510 oder so bloß? Kann auch sein. Juhu, war besser. Juhu. Ja, sag ich ja. Schön, dass du für mich mitdenkst. Wundervoll. Ja. Sehr gut. Aber irgendwann hast du den dritten Kleinling bekommen. Das ist doch alles, worauf es ankommt. Eben, genau. Alles ist gut. Und wir haben das Video künstlich in die Länge gestreckt. Yes, genauso wie sich das gehört. So, aber wie haben wir das nochmal gemacht? Ah ja, sehr cool mit dem Messer. So drauf rutscht. Genau. So, also wie gesagt, beim nächsten Mal dann das nächste Kapitel. Also hier direkt am Mittwoch. Und das nächste Kapitel nennt sich... McGrath, sag du mal, du hast mal eine... Who's your daddy? Ach nee, Blödsinn. nee, warte mal. Fiesta de los Muertos. Nee, Fiesta de los Muertos. Sehr gut, okay. Ja. Klingt nicht schlecht. Wir sitzen alle im Pott, ne? Ja. Das sieht nach einem schmackhaften Kapitel aus. Das ist ein Whirlpool. Das Gemüse sind Lebewesen? Und das dazu ja, kommt? Das ist... Okay. Ja. Nein. Das war so im Raum stehen. Die baden nur. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das da ist mit dem Skelett dahinter mit Messer und Gabel in der Hand. Ein Wellnessbad. Genau, der will bloß mitmachen. Genau, der will nur spielen. Okay, wir wollen auch spielen, ihr wollt hoffentlich wieder zugucken. Dann genau, bis das übermorgen. Das wäre ja super. Ciao. Ciao.